Mit sogenannten Balkonkraftwerken kann man sehr leicht Energie sparen. Die Balkonkraftwerke werden im Augenblick den Händlern fast aus den Händen gerissen. Also ist im Augenblick ein richtiger Boom auf Balkonkraftwerke. Das liegt zum einen daran, dass eben die Energiepreise stark gestiegen sind, aber auch daran, dass man auf Balkonkraftwerke im Augenblick keine Mehrwertsteuer mehr bezahlen muss. Man bekommt sie also fast 20% günstiger als noch im letzten Jahr. Obwohl zu Balkonkraftwerken schon unheimlich vieles geschrieben wurde, gezeigt wurde, berichtet wurde, gibt es immer noch Unklarheiten. Mich erreichen immer noch sehr viele Anschriften, wo gefragt wird, ob ich ein Balkonkraftwerk auch für mein älteres Hausnetz nehmen kann, ob ich denn nun Chuku-Stecker oder diesen Einspeisestecker brauche, ob man einen Elektriker rufen muss und so weiter, wie man es anmeldet. Und so weiter und so weiter. Auf alle diese Punkte möchte ich in diesem Video, es werden vermutlich zwei Teile, nochmal eingehen, damit ihr eben wirklich alle Schritte ausführlich mal in einem Rutsch hört und euch diese Informationen nicht immer im Web zusammensuchen müsst. Ich zeige euch all diese Schritte jetzt am Beispiel des neuen Enka-Balkonkraftwerkes. Die Firma Enka kennt ihr sicherlich. Die hat jetzt ein neues Balkonkraftwerk herausgebracht, genauer gesagt zwei. Wir haben das Premium-Balkonkraftwerk Enka Solix RS40P für dieses kleine Tutorial verwendet. Aber im Wesentlichen gelten die Informationen natürlich auch für alle anderen Balkonkraftwerke. Gleich nach dem Intro geht's los. So, fangen wir mal mit der Lieferung an. Ihr seht ihr gerade im Bild, wie ich die Panels und das Zubehör von dem Balkonkraftwerk in den Garten erstmal abstelle. Es wird ja per Spedition geliefert. Ist klar, so große Teile kann man nicht mehr mit dem Paketdienst verschicken. Also Balkonkraftwerke werden in der Regel immer mit der Spedition geliefert. Das Schöne ist beim Enka-Kraftwerk, dass die Spedition nichts kostet. Es wird also kostenfrei geliefert. Die Preise sind in den Verkaufspreisen bereits enthalten. Man muss aber dazu sagen, dass das Enka-Kraftwerk schon einen stolzen Preis hat. Es gehört nicht zu den Schnäppchen unter den Balkonkraftwerken. Es ist schon eines der teuersten Solarkraftwerke oder Balkonkraftwerke, aber es hat auch seinen Grund. Man muss sehen, erstmal ist eben die Lieferung mit drin, auch Handbuch und die ganzen Bauteile sind so ausgestattet, dass es eben wirklich für Laien sehr einfach und sehr schnell aufbaubar ist und eben auch wirklich stabil am Balkon oder eben je nachdem, wo ihr es aufbaut, platziert werden kann. Es kann auch verstellt werden im Winkel, sowohl am Balkon, ihr könnt es auch auf der Wiese aufstellen, das werde ich euch nachher noch zeigen und könnt da auch den Winkel einstellen. Alles das ist eben bei dem Kraftwerk bereits möglich, aber das Wichtigste ist, es ist die neueste Technologie an Solarpanels. Das heißt, die Panels sind mit einer neuen Technologie verbaut, das nennt sich IBC PERC, so dass diese Panels bei gleicher Größe wie herkömmliche Panels deutlich mehr Leistung abgeben können. Also dadurch brauchen die Panels nicht größer gebaut werden, um mehr Leistung abzugeben. Die Effizienz liegt also bei 22,7%. Es werden also zwei Panels mitgeliefert, die jeweils 440 Watt liefern. Der mitgelieferte Wechselrichter begrenzt aber die Leistung auf 600 Watt insgesamt, so dass das Solarpanel praktisch genehmigungsfrei von jedem eingesetzt werden kann. Also man sieht, der höhere Preis hat also auch schon seinen Grund. Man muss ja auch zudem sehen, dass Enka eine sehr bekannte Marke ist, die ja sogar mittlerweile an der Börse ist. Und natürlich muss man hier auch den Markennamen und die Garantie, der Hersteller bietet ja 15 Jahre Garantie, 30 Jahre Leistungsgarantie mit größer als 88,8% nach 30 Jahren, das ist schon ein beachtliches Versprechen.
So, hier im Bild packe ich den ersten Karton mal aus. Hier haben wir einen kleinen Karton mit zwei MC4-Kabeln zur Verlängerung von den Solarkabeln am Solarpanel. Und hier haben wir das Kabel, was am Mikrowechselrichter kommt und dann in die Schuko-Steckdose. Schuko-Steckdose? War da nicht irgendwas? War da nicht was mit Einspeisesteckdose? Ja, da habt ihr nicht ganz unrecht. Auf das Thema komme ich aber gleich noch zu sprechen. Ihr könnt übrigens den Testbericht zu diesem Solarkraftwerk und das ganze Tutorial, wie man so ein Balkonkraftwerk aufbaut und in Betrieb nimmt, auch alles nochmal nachlesen. Aber hatte ich ja euch schon mal gesagt, auf meiner Seite www.tüftlerundheimwerker.de. Jetzt schauen wir uns erstmal den Mikrowechselrichter an. Der nennt sich Anker Solix MI60, wenn ich mich nicht täusche. Der liefert 600 Watt Leistung. Der ist also begrenzt auf diese 600 Watt, weil man einfach nicht mehr genehmigungsfrei anmelden kann. Ne? Ansonsten müsstet ihr einen Elektriker haben, der kann auch mehr größere Wechselrichter installieren. Aber wenn ihr das selber anmeldet und im Betrieb nimmt, dann darf man das nur bis 600 Watt. Und deswegen ist der Wechselrichter auf 600 Watt beschränkt. Die Panels liefern aber mehr Leistung und das macht auch Sinn. Die liefern ja 440 Watt. Zusammen sind das 880 Watt, die an den Mikrowechselrichter kommen. Das macht auch richtig Sinn, denn so kommt ihr auch bei schlechten Tagen, wenn das Wetter nicht so sonnig ist, viel näher an diese Maximalleistung von 600 Watt, als ihr sonst kommen würdet. Also die Leistung wird dadurch zum großen Teil auch bei dem 600 Watt Mikrowechselrichter genutzt. Es macht immer Sinn, möglichst große Panels zu nutzen. Lasst euch da nicht von den ein oder anderen sagen, es macht nur Sinn 300 Watt Balkonkraftwerk, weil ich eine geringe Grundlast habe. So wird manchmal argumentiert. Das ist einfach falsch. Ne? Es macht immer Sinn, ein möglichst großes Solarpanel zu nutzen, eine große Leistung, damit ihr einfach auch bei ungünstigen Wetter Bedingungen möglichst viel Leistung produziert. Ihr werdet sowieso ganz selten an die Spitzenleistung von 880 Watt rankommen. Das ist ganz normal. Ja, und hier ist er nun, der ganz normale Schuko-Stecker, wie ihr es von allen möglichen Haushaltsgeräten her schon kennt. Also ihr braucht hier keine spezielle Einspeisesteckdose oder dergleichen. Ihr könnt das ganz einfach, dieses Ende hier wird an den Mikrowechselrichter gesteckt und das andere Ende wird ganz normal in die Steckdose gesteckt. Ich zeige es euch nochmal jetzt praktisch. Also das Ende kommt hier an den Mikrowechselrichter, ich stecke es jetzt nicht richtig fest zusammen. Normalerweise müsst ihr das fest zusammendrücken, dann rastet das ein. Aber wenn das einrastet, bekommt man es hier in der Kälte, ist im Augenblick 3 Grad hier, wo ich das Video drehe, bekommt man es dann nicht so einfach auseinander, weil das richtig fest einschnappt und man das runterdrücken muss. Und das ist alles hier in der Kälte ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich es nur provisorisch zusammengesteckt. Geht aber ganz einfach. Also so wird das zusammengesteckt und das andere Ende kommt dann in die Steckdose. Und dann funktioniert das Ganze. An der Stelle muss ich den Aufbau mal kurz unterbrechen, denn zu dem Schuko-Stecker muss ich noch was sagen. Also generell ist es so, dass der Schuko-Stecker natürlich funktioniert, den könnte man nehmen, wird auch garantiert von, ich schätze mal, über 50% der Leute, die ein Balkonkraftwerk installieren, die werden sicherlich einen Schuko-Stecker nehmen, wenn man sich mal umhört bei Bekannten in den Communities und dergleichen. Allerdings muss man sagen, dass nach den VDE-Bestimmungen eigentlich eine feste Verbindung oder ein sogenannter WLAN-Stecker verwendet werden sollte. Den WLAN-Stecker, den seht ihr oben im Bild. Das ist ebenfalls ein dreipoliger Stecker, also der hat auch einen Nullleiter, Neutralleiter praktisch, eine Phase L und eben einen Schutzleiter, ganz genauso wie der Schuko-Stecker auch. Also technisch macht es überhaupt gar keinen Unterschied, ob ihr den unteren Schuko-Stecker verwendet oder oben den WLAN-Stecker. Die Anlage wird ganz genauso funktionieren.
Warum der VDE-Verband dieses empfiehlt, will ich mal kurz erklären. Also das ist eine Empfehlung, die darauf beruht, dass man beim Herausziehen des Steckers die Kontakte berühren könnte und dadurch eventuell noch einen Schlag bekommen könnte. Bei einer festen Verbindung oder eben bei dem WLAN-Stecker oder einem ähnlichen Stecker wäre das unmöglich. Hier kann man die Kontakte überhaupt nicht berühren. Hier ist immer ein Kunststoff davor, was vor dem Berühren der Kontakte schützt. Auch auf der anderen Seite des Steckers in der Buchse ist das nicht möglich. Jetzt sagen aber Experten, dass die Wechselrichter, die zugelassen sind, die zertifiziert sind, die haben ja auch eine VDE-Zertifizierung, dass die auch mit einem NA-Schutz ausgestattet sein müssen. Und das sind eigentlich alle zertifizierten Wechselrichter. Das muss so sein, sonst wären die gar nicht zugelassen und zertifiziert. Dieser NA-Schutz sorgt sowieso dafür, dass wenn man den Stecker zieht, der Wechselrichter abgeschaltet wird. Und das innerhalb von 200 Millisekunden. Das ist vorgeschrieben. Innerhalb von 200 Millisekunden schaltet der Wechselrichter ab. Und in diesem Bruchteil einer Sekunde, das ist ja ein Fünftel einer Sekunde, diese Kontakte zu berühren, das ist eigentlich praxisfern. Das ist eigentlich fast unmöglich, sagen nun viele Experten und Fachleute und sagen, dass das ein doppelter Schutz des VDE sei und das eigentlich unsinnig sei und man so eigentlich mit Schuko-Stecker genauso sicher sei. Und diese Diskussion oder Streit, wie ihr es nennen wollt, zwischen diesen Experten geht nun schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mich erinnern, dass das vor 11 Jahren schon der Fall war, wo eben viele für den Schuko-Stecker waren und die VDE eben nach wie vor für diesen WLAN-Stecker. Da will ich jetzt auch nicht mehr so lange drauf eingehen. Da gibt es so viele Diskussionen in den letzten 11 Jahren. Also ich kann es eigentlich wirklich nicht mehr hören. Und das wird auch völlig überhöht. Wie gesagt, von der Funktion sind beide Stecker gleich. Beide sind ähnlich sicher. Und beide haben natürlich ihre Gründe. Also der VDE liegt da nicht ganz falsch. Und natürlich auch die anderen Experten liegen nicht ganz falsch. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich auf beiden Seiten keine Freunde, wenn ich sage, die Wahrheit liegt so ein bisschen da in der Mitte. Also praktisch ist es wirklich sehr schwierig, innerhalb von 200 Millisekunden mit den Kontakten in Berührung zu kommen. In der Praxis kommt das eigentlich wirklich nicht vor. Wenn man Stecker zieht, sollte man vorne die Kontakte nicht berühren. Das macht man so und so nicht. Aber es kann durchaus mal passieren. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Angenommen, ihr habt so einen ähnlichen Stecker wie hier, mit so einer Klappe, so einen Feuchtraumstecker. Und ihr zieht an den Stecker. Im Normalfall kann da nichts passieren, ihr berührt die Kontakte nicht. Bis ihr da an die Kontakte kommt, ist der Wechselrichter schon längst aus und kein Strom mehr auf den Kontakten. Jetzt könnt ihr die ohne Probleme berühren. Also das ist ganz normal, da passiert auch bei einem Wechselrichter nichts. Aber wenn ihr die eine Hand, wo ihr die Klappe haltet, ein bisschen ungünstig haltet und ein bisschen dumm den Stecker rauszieht, dann kann man durchaus oben die Hand streifen. Zugegeben, man muss da schon ein bisschen dämlich alles vorgehen, aber ganz unmöglich ist es nicht. Allerdings, die 200 Millisekunden sind vermutlich hier auch schon rum, bis man die Hand berührt. Also da wird auch nicht mehr die volle Spannung drauf sein. Aber man muss wissen, dass auch nach den 200 Millisekunden, das wird eigentlich nie so gesagt, von den Befürwortern, die lassen das natürlich immer so ein bisschen weg, die eben die Schuko-Steckdose befürworten. Auch nach den 200 Millisekunden fällt die Spannung erst noch etwas langsam ab. Es dauert noch, ja, vielleicht 2, 3, 4, 5 Sekunden, bis die Spannung komplett weg ist. Ja, also man hat also auch nach diesen 200 Millisekunden, nach 1, 2 Sekunden noch eine relativ hohe Spannung
auf den Kontakten, wo man durchaus noch eine gewischt bekommen kann. Also spürbar gewischt. Also das fühlt sich dann ungefähr so an, als wenn, ob man Weidezaun angefasst hat oder als ob man eine statische Aufladung, Schlag bekommen hat. Ich habe das alles schon bekommen. Ich kann das wirklich aus Erfahrung sagen. Und ich kann das auch einschätzen. Ihr wisst ja, dass ich da eine entsprechende Ausbildung im Elektro- und Elektronikbereich habe. Also von daher kann ich dazu wirklich was sagen. Also da ist dann noch Spannung drauf. Und man kann also auch nach den 200 Millisekunden noch eine Gewicht bekommen. In der Regel ist dieser Schlag aber nicht mehr lebensgefährlich, weil das nur noch die Restspannung, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht für die Elektriker unter euch, ich erkläre es ja hier alles ein bisschen vereinfacht, damit es jeder versteht. Also man, die Restspannung, die da noch vorhanden ist, die fließt noch ab. Die geht aber ständig runter. Und so, wenn ihr da berührt das Ganze, dann geht sie noch schneller runter. Na, da ist die wirklich ganz schnell weg. Es fließt also nur noch ein geringer Strom. Es wird nicht mehr kein riesig hoher Strom mehr erreicht. Und dementsprechend ist nach diesen 200 Millisekunden der Schlag bei zugelassenen Wechselrichtern in der Regel nicht mehr lebensbedrohlich. Ne? Aber man kann sich natürlich erschrecken. Und wenn ihr natürlich auf einer Leiter steht oder was gerade macht, dann könnt ihr natürlich durch diesen Schreck praktisch runterfallen und seid dann trotzdem tot. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht der Schlag war. Also die Gefahr ist nicht ganz weg. Also es besteht tatsächlich noch eine kleine Restgefahr, aber die eigentlich nicht mehr so direkt vom Strom kommt, sondern vielleicht dann eher vom Schreck. Ja, und das ist halt der Grund, warum der VDE im Augenblick noch diesen WLAN-Stecker empfiehlt. Der geht da also auf Nummer sicher. Der muss ja, der VDE gibt ja immer die sichersten Empfehlungen, so dass auch Kleinkinder, Babys und was auch immer, gefährdete Personen mit Herzschrittmacher und so weiter nicht in Gefahr geraten. Und der muss natürlich immer auf Nummer sicher gehen. Und deswegen empfiehlt der VDE eben noch diesen WLAN-Stecker oder eben die feste Verbindung. Das kann sich aber dieses Jahr noch ändern. Im Augenblick ist das beim VDE in der Diskussion. Da gibt es schon Vorschläge, dass eventuell das auch noch auf den Schoko-Stecker abgeändert wird. Die Energieversorger selbst empfehlen ebenfalls diesen WLAN-Stecker. Die richten sich ja in der Regel immer nach den VDE-Empfehlungen. Die müssen sich ja irgendwo orientieren, wenn der VDE den WLAN-Stecker empfiehlt, dann machen das auch die Energieversorger. Deswegen steht das oft da in den Formularen drin. Was ihr letztlich nehmt, ist letztlich aber dann eure eigene Entscheidung, aber auch Verantwortung. Wenn ihr jetzt einen Schoko-Stecker nehmt und meint, das Risiko ist wirklich minimal, das ist für mich kein Risiko, dann wird das kein Mensch prüfen oder ihr bekommt da auch kein Bußgeld oder irgendwas. Wenn vielleicht mal ein Elektriker bei euch im Haus ist, dann wird er euch darauf hinweisen, dass ihr da einen anderen Stecker nehmen sollt, aber mehr wird da nicht passieren. Nur wenn mal was passiert, das, wie gesagt, die Risiken sind sehr gering, aber sollte mal was passieren, dann kann natürlich eine Versicherung sagen, der VDE hat das und das empfohlen und der Unfall ist jetzt durch diesen Schoko-Stecker entstanden, weil ihr euch erschreckt habt und der kann dann die Versicherungsleistung eventuell reduzieren. Weiß ich was für ein Unfall passiert ist, sei ein Balkon runtergefallen oder weiß ich was. Und sowas kann natürlich dann passieren. Die berufen sich dann eben auch auf diese VDE-Empfehlungen. Ne? Also letztendlich müsst ihr selber entscheiden. In der Praxis ist es so, glaube ich, dass das im Augenblick 50-50 ist. 50% der Leute, die wollen das 100% nach VDE machen, die machen es halt so, wie es im VDE steht. Und die anderen 50% sagen, das ist ein Risiko, das kann bei mir nicht passieren. Und die nehmen den Schokostecker. Ich persönlich nehme bei meiner festen großen Solaranlage einen WLAN-Stecker, den habe ich da selbst angeschlossen, das Kabel, andere Stecker abgeschnitten, WLAN-Stecker dran gemacht, Dose installiert und da eine WLAN-Buchse eingebaut. Ich habe das ja gelernt, da ist das ganz schnell gemacht. Aber wenn ich in einer Mietwohnung wohnen würde, hätte das vielleicht nicht gelernt und müsste dann extra einen Elektriker rufen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, muss ich schon ehrlich zugeben. Falls ihr Elektriker oder was Ähnliches gelernt habt, dann könnt ihr natürlich auch selbst den Stecker dran machen. Die gibt es zu kaufen, kein großes Problem. Das ist einer hier, das ist so ein WLAN-Stecker. Ihr schneidet den Schokostecker ab
und macht einfach diesen dran. Das ist relativ einfach. Der hat hinten drei Anschlüsse. Also Kabel wird hier durchgeführt. Hinten habt ihr drei Anschlüsse. Das ist oben irgendwo ein Neutralleiter und L. Steht aber auch immer daneben. Und unten habt ihr den Schutzleiter. Hier wird die Ader mit, also ihr müsst Ader-Endhülsen auf euer Kabel machen. Und dann könnt ihr das hier einstecken. Ist aber hier bei dem Stecker ein bisschen hakelig. Ich würde euch einen Stecker empfehlen. Es gibt auch diese WLAN-Stecker mit Schraubanschlüssen. Die sind eigentlich einfacher anzuschließen. Ihr braucht da zwar auch Ader-Endhülsen, aber die sind wesentlich einfacher anzuschließen als dieser hier. Der ist ein bisschen sehr fuddelig. Den würde ich nicht mehr kaufen. Ja, und dann, das wäre dann die Gegenbuchse. Das ist hier jetzt so eine Einbaubuchse. Da kommt dann der Stecker später drauf. Dann kauft ihr euch ein Steckergehäuse. So ein Gehäuse gibt es auch, zugelassene VDE-Gehäuse oder irgendein wasserdichtes Gehäuse. Und da baut ihr diese Buchse ein. Die wird ebenfalls dann mit diesen mit der Phase, Neutralleiter und Schutzleiter verbunden. Da gibt es auch welche mit Schraubanschluss. Und dann habt ihr das. Also es lässt sich sehr leicht alles selber machen. Wenn ihr natürlich nicht aus dem Fachbereich kommt, dann könnt ihr natürlich auch, bleibt euch nicht viel anders übrig, als dann einen Elektriker zu rufen, der euch das macht. Das wird auch nicht lange dauern. Der hat euch das in einer halben Stunde oder vielleicht maximal in einer Stunde, hat er euch eine neue Steckdose gesetzt. Da wird die alte rausgenommen und eine neue reingesetzt. Und der Stecker an dem Solarkabel wird auch ganz einfach ausgewechselt. Das geht sehr schnell, maximal eine Stunde müsst ihr da bezahlen und dann macht er euch das. Also wenn ihr 100% sicher sein wollt und ganz VDE-konform, dann könnt ihr das so machen. Das wäre die absolut richtige Sache, die im Augenblick noch vom VDE empfohlen wird. Einen Schuko-Stecker kann man durchaus auch verantworten, wenn man damit ordentlich umgeht. Man kann ihn natürlich auch irgendwie sichern, dass da keine Unbefugten rankommen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Besonders wenn man Kleinkinder im Haus hat, da sollte man natürlich darauf achten, dass die nicht an so einen Stecker rankommen. Aber die sollten auch generell nicht an Stecker rankommen. Auch andere Haushaltsgeräte, die Motoren haben, beispielsweise Mixer oder Bohrmaschinen oder auch Schaltnetzteile beispielsweise. Schaltnetzteile können auch Spannungen erzeugen. Alle diese Geräte können Spannungen erzeugen, wenn die Stecker rausgezogen wird und man die Kontakte anfasst. Auch da könnte man eventuell noch eine gewischt kriegen. Also ein Mikrowechselrichter ist da nicht das einzige Gerät im Haushalt. Schon aus diesem Grund ist eigentlich die fixierte Diskussion da zu den Mikrowechselrichtern völlig übertrieben. Jetzt geht's weiter mit dem Aufbau von dem Enker Balkonkraftwerk. Ich habe also gerade diese kleinen Verlängerungskabel ausgepackt. Das sind so kleine Solarkabel, die kann man anschließen und von da aus geht's dann an das Solarpanel. Das sind also kleine Verlängerungskabel. Man kann auch die Solarpanel, die Kabel, die am Solarpanel dran sind, direkt in den Wechselrichter anstecken, wenn die Länge ausreicht. Die werden einfach hier so eingesteckt. Auch da ist es so, die müsst ihr richtig fest andrücken, bis sie einrasten. Ich mache das hier jetzt zur Demonstration, da stecke ich sie nicht ganz fest rein, denn sonst ist es genauso. Die kriegt ihr relativ schwierig wieder ab, gerade besonders wenn es so kalt ist wie jetzt, dann ist das immer ein bisschen fuddelig. Ich zeige euch dann nochmal, wie man die abmacht. Den habe ich jetzt mal fest reingesteckt und ich zeige euch, da gibt es ein kleines Hilfswerkzeug, mit dem man die abmachen kann. Den könnt ihr euch bestellen bei Amazon oder so. Wenn das ein bisschen geschickt seid, kriegt das auch mit den Fingern. Habt ihr gerade gesehen, da muss man einfach zwei kleine Nippel zusammendrücken, dann kann man den Stecker auch so entfernen. Ansonsten, wenn ihr, das kann man mit ein bisschen Übung, ist aber nicht ganz einfach. Wenn euch das nicht gelingt, dann macht es mit so einem Hilfswerkzeug. Ich kann euch das Werkzeug mal verlinken. Das drückt man einfach oben rauf und dann kann man den Stecker rausziehen. Das kann man einfach bestellen. Ich verlinke euch das mal in der YouTube-Beschreibung. Das wird oft mit Steckern zusammengeliefert. Da wird das meistens mitgeliefert. Kostet nur ein paar Cent. Und dann kann man sich da
viel Arbeit sparen. So, jetzt schauen wir doch mal in die Dokumentation, was da so drin steht. Also hier erstmal die Sicherheitsinformationen, im Wesentlichen die Sicherheitsinformationen. Und das andere ist dann die Hauptanleitung. Beide Heftchen hier beinhalten eine deutsche als auch eine englische Dokumentation. Es sind also sehr viele Abbildungen vorhanden. Das Ganze ist wirklich sehr ausführlich und Schritt für Schritt beschrieben. Also ideal eigentlich wirklich für Einsteiger. Das ist eben der Unterschied, wenn man halt so ein Markenprodukt von einer großen Firma kauft, die das eben serienmäßig produziert. Da hat man eine sehr große und ausführliche Anleitung drin. So eine gute Anleitung werdet ihr bei den meisten anderen Balkonkraftwerken vermutlich nicht kriegen. Oft ist das nur ein oder zwei Blätter, wo das kurz beschrieben wird. Aber wenn ihr euch da schon ein bisschen erkundigt habt und in der Technik schon ein bisschen drin seid, dann reicht das mit ein, zwei Blättern in der Regel natürlich auch aus. Wenn man Geld sparen möchte, ist natürlich auch ein günstigeres Balkonkraftwerk durchaus eine gute Wahl. Kommt immer auf den Fortschritt und auf die Bequemlichkeit auch an. Wenn ihr da ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen mehr Erfahrung habt, dann braucht ihr auch nicht so ein ausführliches Ding. Dann könnt ihr vielleicht euch das Gestell sogar teilweise selber bauen. Dann kann man sowas natürlich auch noch deutlich günstiger hinbekommen. Aber wenn man so eine Fix- und Fertiglösung haben will, sich nicht so ein bisschen, nicht so intensiv mit der Materie beschäftigen möchte und das Ding schnell in Betrieb nehmen will, dann ist das natürlich hier von Enka gut gelöst, das muss man schon sagen. So, das ist hier die Hauptanleitung. Da werden erstmal alle Komponenten, die da mitgeliefert werden, genauer beschrieben, dass ihr euch da erstmal ein Bild machen könnt. Und danach werden die verschiedenen Aufbauweisen beschrieben. Man kann das ja unterschiedlich montieren. Man kann es am Balkon, hier seht ihr es, schräg montieren. Das ist eine Möglichkeit. Dann habt ihr einen sehr guten Lichteinfall. Man kann es gerade am Balkon montieren, dass es gerade runtergeht. Das sieht meistens ein bisschen schicker aus, ist ein bisschen weniger effizient. Oder man kann es einfach am Boden irgendwo aufstellen. Also es gibt die verschiedensten Aufstell- und Montagemöglichkeiten. Das kann man alles mit denselben Lieferumfang machen, je nachdem, wie ihr das montiert. Und danach werden eben die einzelnen Aufbauweisen, wenn ihr euch entschieden habt, wie ihr es machen wollt, wie es sein soll im Endeffekt, könnt ihr die entsprechende Aufbauweise wählen und dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung durchgehen. Es ist eigentlich sehr schnell aufgebaut. Und danach wird noch beschrieben, wie ihr die App installiert. Da gibt es allerdings noch ein paar Fallstricke. Da muss ich euch am Ende oder im nächsten Teil noch ein bisschen was zu sagen, denn sonst kann das ein bisschen schwierig werden. Da habe ich wirklich ein bisschen recht lange gebraucht bei der App. Aber es ist im Grunde einfach, wenn man weiß, wie es geht. Das mit der App ist leider ein bisschen schlecht beschrieben, muss ich ehrlich sagen. Aber Enka, ich habe denen das da weitergegeben, haben versichert, dass sie das nochmal in der App verbessern wollen, sodass das vielleicht, wenn ihr das kaufen solltet, so ein Balkonkraftwerk, in der App schon etwas einfacher geht. Aber wenn ihr meine Videos gesehen habt bis zum Schluss, dann werdet ihr da auch mit der App kein Problem haben. Den Mikrowechselrichter, den kann man hinten an diesem Aufbaugestänge anschrauben. Man kann ihn auch am Balkongeländer festmachen. Das ist eigentlich euch überlassen. Je nachdem, wo ihr den befestigt, braucht man eventuell diese kleinen Verlängerungskabel, die MC4, die ich euch da vorhin gezeigt habe, oder eben auch nicht. Aber das werde ich euch alles noch zeigen. Also es wird wirklich sehr ausführlich beschrieben.
Und es wird auch nochmal ein Seil mitgeliefert, habt ihr eben im Bild gesehen. Das ist so ein richtiges Seil mit so zwei schönen großen Karabinerhaken, damit ihr das ganz schnell anketten könnt. Da könnt ihr eins am Balkongeländer machen, ein Ende, das andere ans Gestell, an das Panel, damit das eben bei der Montage euch da nicht runterfällt, wenn da eine Windböe kommt. Sollte natürlich so und so nicht passieren. Also wenn man das zu zweit macht, sollte man nicht allein am Balkon machen, da sollte man schon zu zweit sein. Aber sicherheitshalber sollte man das eben nochmal anketten, wenn es eben mal runterfällt, dass das eben noch am Seil hängt. Und hier dann auch nochmal bei der App. Es wird ja gezeigt, wie der Mikrowechselrichter zu vertraten ist, obwohl das alles wirklich sehr einfach ist. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und ähnlich funktioniert das natürlich mit anderen Balkonkraftwerken anderer Marken auch. Da ist eben nur das Gestell anders. Meistens wird ein etwas einfacheres Gestell nehmen. Ist klar, wenn der Preis günstiger ist, dann nimmt man einfacher Montagen, nimmt man einfacheres Material. Das ist dann vielleicht nicht von der Stabilität ein bisschen schwächer, aber in der Regel halten die dann auch. Es kommt natürlich dann auch immer ein bisschen auf das handwerkliche Geschick an. Je weniger man da handwerklich macht, je einfachere Lösung sollte man einfach wählen. Wenn man handwerklich ein bisschen geschickter ist, dann kann man auch eine etwas schwierigere Lösung wählen. Aber ich glaube, das versteht sich von selbst. So, ich packe jetzt mal den anderen Karton hier aus, der da noch mitgeliefert wurde. Und schauen wir mal, was da drin ist. Ich habe hier mal eine Palette hingelegt, da lässt sich das Balkonkraftwerk am besten aufbauen. Ihr könnt das natürlich auch auf der Terrasse machen. Das ist übrigens nicht die Palette von Enker, die hat die Spedition wieder mitgenommen. Das ist so eine Palette, die hatte ich hier einfach noch da, aber war auch von Solarpanels, aber die liegt hier schon über ein Jahr rum. Ja, also hier ist erstmal das ganze Gestänge. Das Ganze ist hier schön ordentlich verpackt. Ich packe das jetzt erstmal aus und lege das Zeug jetzt hier erstmal hin, damit wir eine Übersicht bekommen. Das Gestänge ist also stabiler als ich dachte. Ich dachte eigentlich, auf den Bildern sah das gar nicht so stabil aus. Aber das ist richtig starker Stahl, ist auch richtig schwer. Also es scheint mir Stahl zu sein, der lackiert ist. Das ist so eine Hammerschlaglackierung, kann auch eine Pulverbeschichtung sein, keine Ahnung. Hier ist das Seil, was ich vorhin da erwähnt habe. Das werde ich nicht gebrauchen, weil ich es ja nicht am Balkon befestige. Wenn ihr am Balkon das Ganze befestigen tut, dann braucht ihr eben das Seil zur Sicherung. Manche Teile bleiben also bei mir übrig. Das ist auch für den Balkon, das ist so ein Kunststoff. Wenn ihr den Halter oben über das Geländer macht, damit euer Geländer keine Schrammen bekommt, ist da noch so ein Polster dazwischen zu legen. Also die haben schon an vieles gedacht. Ich werde jetzt ab und zu mal das Video ein bisschen beschleunigen, denn manche Sachen sind ja so simpel, die braucht man nicht extra nochmal zeigen. Aber ansonsten will ich hier doch jetzt alle Schritte vom Aufbau zumindest mal kurz andeutungsweise zeigen, damit ihr euch Zeit sparen könnt, falls ihr sowas auch mal aufbauen wollt. Da könnt ihr aus meinen Fehlern lernen. Einen Fehler werde ich nämlich gleich beim Anfang begehen. Aber das werdet ihr dann sehen und den macht ihr dann bestimmt nicht mehr. An einigen Stellen sind auch Gewinde schon richtig vorgesehen in diesen Stahlprofilen. Also auch verstärkte Gewinde, nicht nur in diesem dünnen Profil, sondern da hat man richtig, hier seht ihr es, richtige starke Gewinde und hier sogar so ein Röhrchen, wo die Schraube durchkommt mit Gewinde auf einer Seite. Also das ist schon wirklich hochwertig gemacht, das muss man schon sagen. Man kann das ja dann auch in der Schräge verstellen. Also stabil ist es auf jeden Fall
gemacht. Also so hochwertig bekommt man das selten, wenn man ein Balkonkraftwerk kauft. Aber die meisten Anbieter, die drücken, versuchen doch einen möglichst günstigen Preis zu bekommen und deswegen müssen die auch irgendwo sparen. Das ist hier das Material, was oben um das Geländer kommt, wenn ihr es am Balkon festmacht. Das wird dann noch mal ein bisschen enger gebogen. Da kommt noch so eine runde Schelle drum, die zieht das dann zusammen. Auch das ist richtig starkes Material. Also wenn man das da festmacht, da kann garantiert nichts mehr runterfallen. Und unten, das sind hier solche breiten Eisen. Wenn ihr da einen Balkon habt mit so Gestänge oder sowas, da wird die Unterseite des Balkonkraftwerks auch nochmal richtig verankert mit langen Schrauben und diesen Platten, sodass eben das Balkonkraftwerk sich unten auch nicht abheben kann. Also das wird alles schon gut durchdacht. Hier hat man nochmal solche Haken, das macht, ja, montiert man an den Stangen und dann wird das Panel auf einer Seite praktisch gehalten. Aber das Panel wird so und so auch an die Stangen geschraubt, also es ist praktisch doppelt gesichert. So, hier hat man noch diese Schlauchklemmen, die mitgeliefert werden. Die ziehen oben dieses Band, was ich vorhin gezeigt habe, dieses Metallband, oben um das Geländer, um die Rundstange oder die viereckige Stange, die ihr oben als Geländer Stange habt, wenn ihr es am Balkon befestigt. Auch Werkzeug wird mitgeliefert, ein Schraubenschlüssel und ein Kreuzschraubenzieher. Mehr braucht ihr auch nicht an Werkzeug, um das alles zu montieren. So, hier sind die Schrauben. Die langen Schrauben braucht man, glaube ich, nur am Balkon. Für Bodenmontage sind die nicht notwendig. Und die anderen Schrauben, die braucht man für alle Montagearten. Das sind also Muttern, Schrauben, kleine Schrauben. Aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Muttern braucht man auch wenige. Meistens braucht man nur die Schrauben. Aber werdet ihr gleich sehen. Also hier nochmal das ganze Material, was mitgeliefert wird. Und das ist im Prinzip alles. Ansonsten halt die ganzen Stangen, die man eigentlich je nach Befestigung, man braucht es, glaube ich, bei allen Befestigungen braucht man alle Stangen, aber ich glaube, die werden immer etwas unterschiedlich montiert. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt immer den Aufbau hier für die Bodenmontage, wenn ihr es einfach im Garten stellen wollt. Die anderen Montagearten für Balkon oder so sind aber nicht allzu viel anders. Das wird also auch beschrieben, ist also sehr leicht auch nachzuvollziehen in der Anleitung. So, ich kehre jetzt hier erstmal meine Palette ab, denn hier will ich jetzt das Solarpanel drauflegen. Und da dürfen natürlich hier keine Nägel oder irgendwelchen spitzen Teilchen liegen. Sonst würde das natürlich für Schrammer sorgen. Ich habe jetzt aber doch die Pappe dazwischen, von daher ist sowieso noch ein gewisser Schutz gegeben. Also sonst müsst ihr da immer aufpassen, wenn ihr so eine Glasscheibe auf so eine Palette legt. Also nicht, dass ihr euch das dann verhunzt. Also immer eine Pappe, wenn möglich, dazwischen legen. So, dann am Öffnen am besten noch mal eine Kontrolle machen, ob irgendwo Schrammer sind oder was beschädigt ist. Kann ja bei der Lieferung mal passieren, ist aber hier nicht der Fall. Alles in Top-Ordnung, die Ecken sind auch sehr geschützt mit so einem Schutz, der da noch darum ist. Und jetzt werde ich das Panel erstmal umdrehen, denn die Montage erfolgt ja auf der Rückseite. Eigentlich steht in der Anleitung dabei, dass man zu zweit oder zu dritt sein sollte, aber wie ihr seht, kann man eigentlich fast alles auch alleine machen, zumindest bei der Bodenmontage. Beim Balkon, finde ich, da sollte man schon zu zweit zumindest sein, damit das Ding einem keinem auf den Kopf fällt. Also da ist es natürlich wichtiger,
dass einer das immer sicherheitshalber noch im Griff hat, wenn einem das mal aus der Hand rutscht. Das wäre schlecht. Ja, und wenn das jetzt so liegt, dann kann man sehr schön die Stangen, das Gestell montieren. Hier seht ihr die Anschlüsse. Das ist alles Standard MC4. Die Solarpanels haben alle dieselben Anschlüsse, egal welche Marke ihr da kauft, welche Größe von Solarpanel. Es kann selbst ein 12-Volt-Panel sein, ganz kleines. Die haben alle denselben Stecker. So, hier habe ich nochmal die Maße überprüft. Also Gesamtbreite etwa 1,13 Meter, ziemlich genau. So, in der Länge messe ich hier etwa 1,72, also 1,72 Meter. So, dann wollen wir doch mal gucken, was wir brauchen. Also, zuerst die lange Stange A2, 1,20 Meter. So, das hier. So, als erstes brauchen wir die längsten Stangen, die mitgeliefert werden. Kann man messen, sie sind ungefähr 1,20 Meter. Und ein paar Schrauben und Muttern. Und hier habe ich übrigens auch den Fehler begangen. Normal, ich habe nämlich das erste Bild übersehen. Man soll nämlich nicht nur die Stange nehmen, man soll an den Stangen zuerst diesen Halter für das Solarpanel montieren. Das habe ich hier an der Stelle vergessen, werde ich später noch merken. So, jetzt können wir die erste Stange anschrauben. Wenn ihr Werkzeuge auf der Panelrückseite ablegt, dann am besten irgendwas drunter legen, damit ihr die Folie da nicht beschädigt oder zumindest sehr vorsichtig sein. Das hat hier nicht immer geklappt, weil es ziemlich windig war und die dann alles weggeflogen ist. Aber das wäre natürlich das Beste. Aber wenn ihr vorsichtig seid, passiert dann in der Regel auch nichts. Die Schrauben, es kommt also hier eine Schraube und Mutter rein. Die Löcher sind ja alle schon vorhanden. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Die Schrauben braucht ihr eigentlich kaum festhalten. Also man braucht den Schraubenschlüssel selten zum Gegenhalten, weil sich die Schrauben recht fest verkrallen und sich die Mutter dann alleine festhält. Also das Schrauben geht hier wirklich sehr einfach. Den Schraubenschlüssel brauchen wir dann einfach nur noch mal, um das Ganze festzuziehen. So, jetzt haben wir die ersten beiden Stangen dran. Wie rum sie gehören, könnt ihr hier gut im Bild erkennen. Hier oben dachte ich eigentlich, dass das später, wenn die Panels stehen, die Oberseite ist. Aber nein, das wird später die Unterseite sein, wenn ihr es am Boden montiert. Aber wie rum ihr die Panels befestigt, ist im Grunde auch egal. Die kann man so rum oder so rum befestigen. So, jetzt habe ich gemerkt, dass eben diese Dinger noch dran müssen, diese Halter. Die hätten halt ganz am Anfang schon an die Stange geschraubt werden müssen. Da wäre es ein wenig einfacher gegangen. Aber es geht natürlich auch so noch. Ne? Da müsst ihr nur die Schrauben nochmal lösen nachher, die einen, weil das dann auch nochmal rangeschoben werden muss, damit das genau an dem Halter sitzt. Das Problem ist, weil ich Ober- und Unterseite verwechselt habe, habe ich jetzt auch diesen Halter an die falsche Seite geschraubt. Er gehört also nicht hier unten dran, wie ich es jetzt gerade anschraube, sondern der gehört auf die andere Seite. Auch das werde ich aber noch merken und dann muss ich ihn nochmal abschrauben. So ist das manchmal, wenn man irgendwas das erste Mal aufbaut, aber das kennt ihr sicher auch.
So, auf der linken Seite mache ich es natürlich dann auch verkehrt. Ist ja klar, wenn dann schon synchron verkehrt. Und das muss natürlich auch auf die gegenüberliegende Seite. So, jetzt B2, das ist diese 1,10 Meter Stange. Diese hier. Hier rum müssen wir die jetzt montieren. Mal gucken. Da haben wir dann wieder diese. Da kommt das dann. Könnte aber auch andersrum kommen. Drei, ja, das ist unten. Das ist unten. Genau. Das ist unten, das ist oben. Alles klar. Ach so, das kommt aus. Ah ja. So, das ist jetzt wieder richtig. Also dieser muss jetzt hier angeschraubt werden. Und so stimmt das. Soweit. Ich muss also nur noch nachher diesen Halter praktisch umsetzen. So, jetzt also die kleineren Stangen. Und da braucht man 4 Schrauben. 4 von den Schrauben. So, wenn ihr diese Stange jetzt montiert, die könnt ihr eigentlich gar nicht falsch montieren, denn wenn ihr sie falsch rumhaltet, dann passt die nicht. Passt die nämlich nicht. Die ist auf der einen Seite nämlich ein bisschen schmäler als auf der anderen. Deswegen kann man die nur in eine Richtung montieren. Könnt ihr gar nicht falsch machen. Und hier kann man eben jetzt verstellen, wie die Schräge sein soll. Das linke und obere Profil, das ist praktisch nachher der Boden. Und eben je nachdem, wie er den Winkel einstellt, steht eben das Panel schräg. Und jetzt habe ich eben auch gemerkt, dass ich den Haken auf der falschen Seite montiert habe. Schöner Shit. Ich habe jetzt die Haken, die ich hier vorne dran geschraubt habe, weil ich dachte, das ist jetzt die Unterseite, also die untere Ecke, die am Boden entlang läuft. Deswegen habe ich ja hier die Winkel angeschraubt, aber es kommt ja genau andersrum. Ich habe das irgendwie falsch gedacht. Shit. Winkel müssen nochmal ab. Der Winkel da unten muss da drüben dran. Und hier genauso. Der Winkel, den ich hier unten angeschraubt habe, muss da drüben dran. Also es ist doch besser, wenn man das vorher anschraubt, diese Winkel, dann kann man diesen Fehler gar nicht erst machen. Ihr habt sie jetzt gesehen. Das mache ich jetzt mal. Shit.
So, jetzt muss ich auch nochmal oben das lösen, dann komme ich besser dran. Muss man nicht unbedingt, man kann die Winkel auch anschrauben, indem man oben das dran lässt. Aber damit ihr es jetzt auch im Video ein bisschen besser seht, habe ich das mal abgeschraubt. Da geht's aber, kommt man auch ein bisschen besser dran. Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt können wir das hier richtig montieren, dieses kleine Teil. Wie gesagt, hier stellt man jetzt die Schräge ein. Ich werde die Schräge so einstellen, dass es möglichst flach liegt, also die flachestmögliche Einstellung, denn damit habe ich immer die beste Erfahrung gemacht. Über das ganze Jahr gesehen ist der flache Winkel immer das effizienteste, um Solarenergie einzufangen. Im Winter ist zwar die Sonne tiefer, da würde eine schrägere Einstellung besser sein, aber das nur, wenn die Sonne scheint. Da im Winter relativ selten die Sonne scheint, ist auch da meistens die flachere Einstellung besser. Ein heller Himmel wird besser mit flachem Panel empfangen, also da erzeugt das Panel mehr Energie, als wenn ihr es dann wieder schräg habt. Also von daher, das sind einfach meine Erfahrungswerte über die letzten Jahre. Ich habe ja Solarenergie. Die ersten Panels habe ich vor 11 Jahren schon benutzt. Da habe ich noch eine Inselanlage installiert. Da sammelt man mit den Jahren eben so die Erfahrung. Und die kann ich euch eigentlich weitergeben. Aber ihr könnt auch die Erfahrung gerne selber machen und einfach mal ausprobieren. So, und jetzt ist eigentlich das erste Panel schon montiert. Zumindest steht es jetzt schon mal richtig. Und hier werde ich jetzt das Video erstmal beenden. Wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Das wird sonst einfach zu lang. Den Rest, wie es weitergeht, wie ich das zweite Panel aufbaue, das zeige ich euch dann vielleicht nochmal ganz kurz. Aber vor allem, wie ich das dann letztendlich den Wechselrichter anschließe, wie man das dann mit der Anmeldung macht, wie man es in Betrieb nimmt, wie man die App installiert, wie man es beschwert, damit es nicht beim Sturm wegfliegt und all diese Dinge, die zeige ich euch dann im nächsten Teil. Also einfach mal in den Kanal reinschauen, am besten den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr es nicht. Es wird zwar nicht mehr lange dauern, ich denke 1, 2, 3 Tage, dann sollte der zweite Teil da sein. Der ist eigentlich schon fertig, er muss nur noch geschnitten werden. Und dann könnt ihr das Ende sehen. Ich hoffe, dass ich dann auch schon erste Messergebnisse habe. Muss man sehen, das kommt aber aufs Wetter an, ob das Wetter mitspielt. Und dann kann ich euch vielleicht auch schon die ersten Messergebnisse zeigen.